Ein Hund, der sprechen kann und Tipps zum Umgang mit Geld gibt. Das und mehr erwartet euch in Bodo Schäfers Buch Ein Hund namens Money. Was es damit auf sich hat und was ihr aus dem Buch lernen könnt, erkläre ich euch in diesem Video. Hi, mein Name ist David und bevor wir anfangen, erst einmal ein paar Fakten zum Autor und zum Buch. Bodo Schäfer ist ein Persönlichkeitstrainer und hat mittlerweile bereits einige Bestsellerbücher auf den Markt gebracht. Eines davon ist auch Ein Hund namens Money, das eigentlich dazu geschrieben wurde, damit Kinder spielerisch den richtigen Umgang mit Geld lernen. Man kann das Buch aber auch sehr gut als Erwachsener lesen. Das Buch ist 1999 erschienen, hat 228 Seiten und kostet knapp 10 Euro. Online gibt's aber auch eine kostenlose PDF-Version. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Die Hauptdarstellerin ist die 12-jährige Kira, die einen Hund namens Money hat. Money ist Kira zugelaufen und wie sich im Verlaufe des Buches herausstellt, kann Money sprechen. Money hat selbst jahrelang bei einem sehr erfolgreichen und reichen Mann gelebt und kann deshalb Kira und ihren verschuldeten Eltern Tipps zum Umgang mit Geld geben. Ein paar von diesen Tipps möchte ich euch jetzt vorstellen. Das erste Problem, das Bodo Schäfer angeht, ist, dass viele Menschen gar nicht genau wissen, was sie möchten. Die meisten wissen nur, dass sie mehr möchten. Um erfolgreich zu werden, müssen wir unsere Ziele aber genau kennen. Deshalb schreibt man sich im ersten Schritt 10 Gründe auf, warum man gerne wohlhabend sein möchte. Dann wählt man sich die wichtigsten 3 Gründe aus und legt pro Traum eine Traumdose an. In der Traumdose wird dann das Geld zur Erfüllung genau dieses Traums gespart. Um seine Wünsche jeden Tag vor Augen zu haben, braucht man laut Schäfer ein Traumalbum, in dem man alle seine Träume visualisiert. Hilfreich ist auch, sich vorzustellen, dass man diese bereits erreicht hat. So wird aus einem Wunsch ein Verlangen und man sucht nach einer Möglichkeit, seinen Traum zu erfüllen. Wie viel Geld wir verdienen, liegt laut Bodo Schäfer nur daran, wie hoch unser Selbstvertrauen ist. Um unser Selbstvertrauen und damit auch unsere Einnahmen zu steigern, ist es wichtig, ein Erfolgsjournal zu führen, in das man jeden Tag mindestens 5 Dinge notiert, die einem besonders gut gelungen sind. Außerdem kann man eine Seite mit den allergrößten Erfolgen anlegen. Geld kann man laut Schäfer übrigens immer verdienen, und zwar dann, wenn man sich darauf konzentriert, die Probleme anderer Menschen zu lösen. Außerdem ist es wichtig, sich darauf zu konzentrieren, was man kann, hat und weiß. Am besten ist es, sich einfach zu überlegen, wie man mit dem, was man gerne macht, Geld verdienen kann. Außerdem ist es wichtig, sich nicht nur auf eine Einnahmequelle zu verlassen. Hilfreich ist auch, wenn man keine Angst vor Blamagen hat und seine Ängste überwindet. Elementar ist auch, die Komfortzone zu verlassen und sich gerade in schwierigen Phasen nicht von seinem Vorhaben abbringen zu lassen. Orientieren kann man sich dabei vor allem immer an Menschen, die bereits das erreicht haben, was man selber erreichen möchte. Das verdiente Geld kann man dann laut Bodo Schäfer zum Beispiel folgendermaßen aufteilen. 10% kann man ausgeben, 40% gehen in die Traumdosen und 50% benutzt man, um, wie Bodo Schäfer es nennt, seine Gans zu züchten. Das ist Geld, das für einen arbeitet und das man nie wieder anfasst. Denn wichtig ist natürlich nicht, wie viel man verdient, sondern nur, wie viel man davon behält. Das Sparbuch ist dabei eine Geldvernichtungsmaschine, denn im Normalfall ist die Inflation größer als die Zinsen. Besser geeignet ist zum Beispiel ein Investment in Aktien oder Fonds. Das Sparbuch oder ein Tagesgeldkonto eignen sich höchstens für den Notgroschen. Auch zum Investieren hat Bodo Schäfer einige Tipps parat. So können beispielsweise sinkende Aktienkurse eine gute Einstiegsmöglichkeit sein. Dabei muss man nur darauf achten, nicht ins fallende Messer zu greifen. Deshalb am besten erst einen Teil investieren und das Restkapital dann eventuell zum Nachkauf nutzen. Außerdem sollte das Risiko gestreut werden. Das geht zum Beispiel mit einem Dachfonds. Dieser investiert nicht in einzelne Aktien, sondern in verschiedene Fonds. Dadurch ist das Risiko auf verschiedene Branchen und Länder gestreut. Um zu berechnen, wie lange es mit einem bestimmten Prozentsatz dauert, um sein Kapital zu verdoppeln, kann man die sogenannte 72er-Regel benutzen. Dazu teilt man die Zahl 72 durch den geplanten Prozentsatz. Bei einer jährlichen Rendite von beispielsweise 10%, also 72 geteilt durch 10. In diesem Beispiel würde es also 7,2 Jahre dauern, bis man sein anfängliches Kapital verdoppelt hat. Was ist aber, wenn man wie Kiras Eltern verschuldet ist und gar nicht genug Geld zum Sparen hat?
Auch dafür hat Bodo Schäfer einige Tipps. Laut ihm müssen wir mit dem Geld auskommen, das wir bereits haben. Deshalb sind auch Kreditkarten oder Konsumschulden keine gute Idee. Die Tilgungsrate bei einem Kredit sollte außerdem nicht zu hoch gewählt werden, denn sonst kann es schnell passieren, dass man einen neuen Kredit aufnimmt, um sich seine Wünsche oder Bedürfnisse zu erfüllen. Zum Schuldenabbau eignet sich laut Bodo Schäfer am besten die sogenannte 50-50-Regel. Dabei verwendet man 50% des Geldes, das man übrig hat, zum Schuldenabbau und die restlichen 50% spart man. Es ist natürlich viel motivierender zu wissen, dass wenn man seinen Kredit abbezahlt hat, man nicht bei Null startet, sondern sich bereits eine gewisse Reserve aufgebaut hat. Zusammenfassend lassen sich die ganzen Ideen auch mit der sogenannten Zauberformel. Der erste Schritt ist dabei zu entscheiden, dass man Geld mag und will. Außerdem braucht man das Selbstvertrauen und sollte lieben, was man tut. Dann kann man das verdiente Geld klug einteilen, und zwar für tägliche Ausgaben, für die Traumdosen und für das Ganzkonto. Am Ende kann man dann alles genießen. Das waren jetzt einige Ideen aus Bodo Schäfers Buch Ein Hund namens Money. Und wie sieht mein persönliches Fazit aus? Ich finde, dass sich das Buch sowohl für Kinder als auch für Erwachsene eignet, die Tipps zum richtigen Umgang mit Geld haben möchten, die auch direkt umgesetzt werden können. Man muss aber dazu sagen, dass sich das Buch sehr stark an Der Weg zur finanziellen Freiheit, das auch von Bodo Schäfer geschrieben wurde und das ich euch letzte Woche vorgestellt habe, anlehnt. Wer Der Weg zur finanziellen Freiheit bereits kennt, für den wird Ein Hund namens Money wahrscheinlich nicht mehr viele neue Ideen liefern. Im Endeffekt betrifft der richtige Umgang mit Geld aber uns alle und deshalb ist Ein Hund namens Money auch unglaublich wertvoll. Das war die heutige Ausgabe von Büchercheck. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.